Also dann, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Konkurrenten und Konkurrentinnen. Auf der Flucht. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr war mir als Thema nicht vergönnt. Ein extrem freies Thema eigentlich, fast das freiste sogar, bis auf das Thema eigener Wahl selbstverständlich. Auf der Flucht vor wem? Welche Flucht denn überhaupt? Die Flucht der Christen vor der Verfolgung durch Kaiser Diokletian? Die Flucht der Israeliten aus Ägypten? Oder doch die Flucht der DDR-Bürger in den Westen? Es ist traurig, dass wir wieder in einer Zeit leben, in der man sich nur zu gut vorstellen kann, von welcher Flucht ich heute reden werde. Ich muss gestehen, früher, also noch als ich mich für diesen Wettbewerb hier einschrieb, hatte ich eine recht klare Meinung zu der Materie. Nur leider hat es sich jetzt etwas verkompliziert. Ich war nie ein großer Merkel-Befürworter gewesen, hatte sie eher für eine schwache Kanzlerin gehalten, die lieber um den heißen Brei herumredet und ausweicht, als zum Punkt zu kommen. Meistens war ich auch nicht mit ihren Überzeugungen einverstanden. Doch meine Meinung hat sich geändert. Sie bewies durch ihr Vorgehen während der Flüchtlingskrise Menschlichkeit und die Stärke, sich gegen andere durchzusetzen, um das Richtige zu tun. Sie versuchte immer mehr Druck auf die anderen EU-Staaten, die keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wollten, auszuüben, um eine gerechte Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu erwirken. Sie hielt gegen all die Stimmen, die dazu aufriefen, die Grenzen dicht zu machen. Und das hat ihr meinen Respekt eingebracht. Also noch, als ich mich für diesen Wettbewerb hier eintrug, war ich ein Verfechter von Angela Merkels Politik. Eine gerechte Verteilung innerhalb der Europäischen Union, denen helfen, die Hilfe brauchen, und natürlich eine Verbesserung der Integrationsprozesse. Doch die jüngsten Ereignisse enttäuschen mich. Wir zahlen Milliarden an Bestechungsgeldern an Erdogan, tun so, als wäre in der Türkei alles in Ordnung, und wir verhandeln über einen EU-Beitritt mit einem Land, in dem Menschenrechte, die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten werden. Und das alles dafür, dass man uns die Flüchtenden vom Hals hält. Auf der ganzen Welt finden rechte Kräfte und Rechtspopulisten immer mehr Zuwachs. Man will sich in Europa schützen vor dem Flüchtlingsstrom aus dem Südosten. Doch das finde ich falsch. Wenn ich schon das Vertrauen in unsere Politik verloren habe, dann möchte ich wenigstens auf meine Mitmenschen stolz sein können. Die Menschen, die zu uns kommen, sind nicht unsere Feinde. Sie kommen zu uns, weil sie Hilfe brauchen. Sie suchen Schutz. Und genauso sollten wir sie auch empfangen. Wie einen Freund oder Nachbarn, dem es schlecht geht und der Hilfe braucht. Nicht wie einen ungebetenen Fremden. Denkt nicht von uns als wir und von ihnen als den anderen. Denkt von uns allen als wir. Denkt von uns als Gattung Mensch. Danke sehr.